So, jetzt ist hier alles rot. Sollte mir das irgendwas sagen? Ich habe eine Beamzelle kaputt gemacht. Ich habe noch eine Beamzelle kaputt gemacht. Alles klärchen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Und wir sind einmal wieder auf der Insel Brundle oder wie auch immer man das nennen möchte. Wir haben relativ wenig Herzchen, ja. Wir sind eben an genauer Stelle, wie wir auch zu Ende des letzten Videos waren. Das sehen wir daran, dass hier schon was rausgenommen wurde. Ja, was haben wir erreicht? Wir haben im letzten Video den Architekten getroffen auf der Zitadelleninsel, unser direkter Nachbar. Unser Haus, Twinsons Haus, ist abgerissen worden. Wir haben allerdings vom Architekten eine, ja, oder Zugangsdokumente bekommen. So, der will Papiere von uns. Der kann sich nicht mehr erinnern, dass wir schon mal da waren und Twinsons Papiere gezeigt haben. Deswegen zeigen wir ihm jetzt die Zugangsdaten des Architekten, wenn uns denn der Controller ins Menü lässt. So, das hier ist relativ offensichtlich unten rechts Twinsons Ausweis. Da meine ich schon den Quetsch drauf zu sehen. Twinsons Personalausweis, genau, den wollen wir nicht nehmen. Und das ist... Na, es ruckelt gerade so ein bisschen das Spiel, es will... Nicht so schnell wie ich will. Passierschein von Herrn Mies fand er roh. Dieser Passierschein soll dir ermöglichen, in das Beamzentrum zu gelangen. Du wirst dann noch das Horn von Gorley links nach dem ersten Wachposten benutzen müssen. Okay, das hier ist nicht das Beamzentrum. Das hier ist nicht das Beamzentrum, das hier ist die Festungsinsel. Ich bezweifle jetzt mal an dieser Stelle, dass ich mit diesem Zeugs hier reinkomme. Aber wir schauen einfach mal. Okay, gehen Sie. Ist ja nur ein Bild von einem Hasi drauf, ne? Okay, hat tatsächlich funktioniert. Es wird nicht geschossen. Also nicht mal so ein bisschen. Okay. Gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um. Wir haben ja jetzt Zeit. Da ist ein Hasi. Komm mal her, Hasi. Was machst du da? Was willst du? Guten Tag. Merkwürdig, dieses Zeichen, das erscheint. Ich male andauernd drüber. Aber es scheint jedes Mal wieder durch. Okay, er meint damit mit Sicherheit ein Sättelsiegel, das er versucht zu übermalen. Er ist also ein Funfrock-konformer Bürger. Hier haben wir wieder eine Funfrock-Statue. Ich vermute aber, es stand ja auch gerade da. Wir können nochmal lesen. Dass man das Horn von Gorley benutzen muss. Du wirst dann noch das Horn von Gorley links nach dem ersten Wachposten benutzen müssen. Links nach dem ersten Wachposten. Gut, im Beamzentrum. Jetzt probieren wir es aber auch erstmal hier aus. Das wirkt nicht so, ne? Ich probiere es noch ein einziges Mal. Hier nicht, okay. Ja, er trifft mich nicht, ich ihn aber auch nicht. So, ein Kleeblatt. Na toll, jetzt haben wir ja genug. Ist egal, aber drei Stück. Wissen wir fürs nächste Mal, sollten wir nochmal hierher kommen und weniger haben. Von dem kriegen wir gleich drei. Und was ist hier? Hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Nö, hier kommen wir nicht rein. Dann nehmen wir die Leiter vorne, die der Hasi runterkam jetzt eben. Und probieren mal da unser Glück. Wollen Sie vorgehen? Zeigen Sie mir mal, wo Sie... Ah ja, da oben an der Wand. Ich sehe es jetzt schon so leicht am oberen Rand. Ja, ja. Ich habe das Schwert von Funfrock. Habe ich das jetzt immer in der Hand? Okay. Ja, warum auch nicht? Ah ja, hat er übermalt, ne? Wird aber bald wieder sichtbar. Guck mal, ich helfe dir. Du wirst das nie wieder übermalen müssen. Kann aber sein, dass du ein kleines bisschen Zement brauchst.
Jawohl. Überblick, da oben ist ein roter Funfrock-Statue. Da unten ist jemand direkt neben der Alarmanlage. Da müssen wir uns ein kleines bisschen in Acht nehmen. Und hier ist nichts, oder was? Doch. Ja, Herzen sind gerade echt. Weißt du? Hat ja im letzten Video, ich glaube, hatte ich ja mal tatsächlich einmal 30 Herzen bekommen, mal eben von einem Klon. Okay, wir warten einfach, bis der zurück. Okay, das Schwert hat's in sich. Der war jetzt recht zügig erledigt, der Mensch wollte ich schon sagen, der Deko. Okay, den da unten, den kriegen wir so einfach nicht weg. Da haben wir wieder irgendwelche Vorrichtungen, wo wir mit irgendwelchen Plattformen hin und her düsen dürfen. Schauen wir uns aber erst später an. Okay. Ja. Das ist ja gut, dass der jetzt da steht und mir nicht näher kommt und ich den auf Distanz schön vernichten kann, aber es ist nach wie vor, ich kann es nur immer wieder sagen, mit dieser Genauigkeit hier in diesem Spiel nicht leicht. So. Hä? Ein unsichtbarer? Ein unsichtbarer Klon, oder was? Hör auf, lass mich in Ruhe. Okay, mit dem Schwert kommst du echt gut voran, ne? Heftig. Gut, ein Kleber hat auch schon wieder weg, und dann müssen wir jetzt leider akzeptieren, ist so. Aber was willst du machen? Ich frage mich, ob ich den Kollegen von hier oben irgendwie doch erwischt krieg. Aber so weit komme ich nicht, ne? Ist egal. Der juckt mich da unten auch nicht. So wirklich, muss ich sagen. Haben wir einen Schlüssel bei uns? Haben wir nicht. Da oben wäre nämlich noch irgendeiner benötigt. Ich weiß nicht, ob er den unbedingt braucht, aber kann ja sein. Ja, ist er natürlich im Fass. Ist klar. So. Okay. So, jetzt ist hier alles rot. Sollte mir das irgendwas sagen? Ich habe eine Beamzelle kaputt gemacht. Ich habe noch eine Beamzelle kaputt gemacht. Alles klärchen. Und noch eine Beamzelle. Ich zoome das mal näher ran, dass ihr das auch seht. Ja, ich reiß da jetzt mal eben die Knöpfe raus, ne? So. Ist sehr cool. Bisschen Kohle klaue ich auch noch, ne, wenn sie schon hier rumliegt. Da ist ein Zettel an der Wand. Ich weiß nicht, ob ich den von hier aus lesen kann. Wahrscheinlich muss ich da erstmal drauf springen. Die Auflösepedale der Beamzellen sind nicht strapazierfähig. Hören Sie auf, darauf rumzuspringen. Okay. Ich höre jetzt auf damit. So, hier unten ist noch jemand, der möchte auch verprügelt werden. Gehen Sie raus, ohne etwas zu beschädigen. Oh, was hat er gesagt nochmal? Gehen Sie raus, ohne etwas zu beschädigen, und wir werden Ihnen nichts tun, wahrscheinlich. Denke ich jetzt mal.
diesem Hebel muss ich, glaube ich. Aha. Habe ich das jetzt mittels des Hebels getan? Ist das jetzt die Sabotage? Komme ich jetzt zu dieser Funfrock-Statue raus vielleicht? Tatsache. Und kann ich hier vielleicht das Horn von Gorley benutzen? Ich denke nicht. Natürlich nicht. Komme ich jetzt wieder rein? Ich komme auch nicht wieder rein. Ja, dann ist das halt die Abkürzung nach draußen jetzt in dem Fall, ne? Fast nach draußen. So, wieder hier. Gibt es noch mehr Beamzellen, die irgendwie sabotiert werden müssen? Ich weiß gar nicht, der Herr da unten, der ist ja, ich meine, der ist ja da. So ist es ja, normal. Jetzt ist er weg. Okay. Aber diese Plattform da, kann ich die nicht benutzen? Ich meine sogar da unten sogar noch an den Schalter zu können. Aber das ist wahrscheinlich, wenn ich runtergehe und ihn so verprügle, damit ich irgendwie wieder hochkomme. Ah, da ist ja nochmal so ein Hebel. Probieren wir jetzt einfach mal aus. So aus Gag, weil wir das können. Müssen uns wahrscheinlich so direkter vorstellen, wie es nur geht. Noch direkter. Nö, Twinsen macht nichts. Jetzt, oder? Nee, hallo? Egal. Geht's hier noch rein? Leider nicht. Moment, ich muss noch mal was schauen. Wir haben ja noch unseren... Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Jetzt sind wir auf der Festungsinsel. Wir sind doch im Beamzentrum, oder nicht? Neben einer bestimmten Tür im Inneren des Beamzentrums gesetzt, gibt er Zugang zu einem Raum voller Mecha-Pinguine. Das ist hier eine Tür. Ja, ja. Ah ja, und da sind jetzt sehr viele Mecha-Pinguine. Und was machen wir damit? Wir können sie wieder zerstören. Noch sonst was? Höchstens ist hier vielleicht was Sinnvolles in der Tonne. Ja, ein bisschen Magie. Werkzeugkoffer. Auch nix. Fass. Bisschen Kohle. Ich dachte eigentlich, ich könnte die jetzt hier irgendwie rauslassen, hier als Ablenkungsmanöver sozusagen. Aber scheint sich ja nicht wirklich was zu tun. Und den Hebel hier kann ich nach wie vor nicht. Jetzt kann ich ihn. Also ich könnte jetzt mit dieser Vorrichtung runterfahren zu dem Kerle da und könnte den Schalter quasi drücken, wenn ich das wollte. Aber das will ich ja nicht. Ich will da auch nicht runter. Ich könnte höchstens mal schauen, was da in dem Spind ist. Das machen wir gerne. Schauen wir, was in dem spinnt. Nein, nein! Komm wieder zurück! Ich meine, es kann nichts allzu Wertvolles in dem Spinnt sein. Aha, jetzt muss ich tatsächlich warten, bis das Ding wieder komplett runtergefahren ist, oder? Soll ich mir diesen Zeitvertreib gönnen? Soll ich da tatsächlich runterfahren, bloß wegen diesem bisschen Spinnt dahin gehen? Aber vielleicht ist ja auch was ganz Besonderes drin. Weiß ich ja nicht. Vielleicht ist aber auch nur eine Flasche Magic drin, die ich eh nicht brauche. Ah, jetzt kommt er eh zurück. Komm, wir schauen es uns mal an. Wir schauen es uns an. Vielleicht muss er auch an den Computer da unten dran. Das kann ja sein, da ist ja auch nochmal ein Hebel. Fahren wir denn zurück? Jetzt. Ich dachte schon, jetzt dumm hier laufen. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das gar nicht so unsinnig ist, dass wir jetzt da runtergehen, weil da ist ja nochmal ein Computer, an dem seitlich auch so ein Hebel dran ist. Das heißt, es könnte unter Umständen noch eine Stelle sein, an der wir tatsächlich was kaputt machen müssen, um dieses Beamzentrum generell und komplett zu sabotieren. 10 Herzen, finde ich geil. Aber in diesem Fall scheint jener Hebel tatsächlich keinen weiteren Zweck zu haben. Okay. Auch hier tut er nichts, der Twinsen. Ja. Auch diesen Knopf kann ich hier nicht selber betätigen. Also gut. Dann war es das halt an der Stelle.
Dann gehen wir wieder raus. Das heißt, jetzt zurück auf die Festungsinsel. Und dann nochmal mit dem Hasi da sprechen, damit der mir ein Loch gräbt. Ich habe zwar jetzt meines Wissens noch keine Baupläne für dieses Beamzentrum. Oder für dieses. Ist es das Beamzentrum? Wo soll der mich nochmal reinbringen? In die Festung, meine ich doch, oder? Im Beamzentrum sind wir jetzt. Haben wir jetzt meiner Meinung nach auch fertig sabotiert. Um in die Festung reinzukommen, wollte der mir ein Loch buddeln. Und so weiter. Macht es Sinn, aufs Dach hochzugehen? Nee, eigentlich nicht, ne? Also, bin ich der Meinung, hier sind wir eigentlich soweit durch, oder? Habe ich zumindest mal so ein bisschen das Gefühl. Komme ich hier inzwischen vielleicht rein? Nö. Da oben bringt mir auch nichts. Beamzellen sollte man nicht betreten. Sollte ja jetzt eigentlich egal sein, weil das Beamzentrum ist kaputt. Bin zumindest davon überzeugt, dass es kaputt ist, ob es tatsächlich der Fall ist. Das sehen wir vielleicht noch. Wir fliegen jetzt auf jeden Fall erstmal zurück auf die Festungsinsel und schauen. Guten Tag, wo möchtest du hin? Auf die Festungsinsel. Und schauen, ob wir da weiterkommen. So. Oh, die Reise habe ich wieder ein kleines bisschen rausgeschnitten. Die Beamzellen sind außer Betrieb. Folge mir. Okay. Sind hier wieder Soldaten? Ja. Wir brauchen keine Angst mehr haben, vom Beamen gestört zu werden. Aber du musst uns von den Wachen und vom Kampfpanzer befreien. Dann werde ich graben können. Okay, also auch diese Sache mit dem Panzer und so weiter hätte ich mir tatsächlich sparen können. Oh. Aber gut, wird jetzt nicht so schwer. Kleeblättchen, 3 Stück. Geile Sache. Finde ich cool. Dann machen wir hier vorne den Kollegen noch weg, wenn wir ihn denn ordentlich ins Visier kriegen. Ja, auch den Schlüssel wieder nehmen, den ich eigentlich schon hatte, ne? Aber egal. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen interessant hier mit den Herzen. Ich habe ja kaum noch welche, aber ich habe ja tatsächlich 5 Kleeblätter, von dem her passt das alles. So, eigentlich sollten sie das ja gar nicht lesen können. Okay, ist alles klar. Nein. So, Kampfpanzer befreien, Wachen befreien. Da oben, jetzt kommt er schon gerannt, man sieht's. Tu mal langsam, du kannst sein, da oben sind noch Geschütze, ne? Pass auf. Aber kann auch sein, du buddelst hier, oder? Ich glaube, der buddelt. Genau, da buddelt der. Der buddelt jetzt einfach mal durch den Pflasterstein durch, ne? Mit den Händen. Mit seinen bloßen Händen. Dauert aber eine Weile, ne? Wie lange dauert das? Muss ich noch was machen so lange? Ein anderes Spiel spielen oder so? Kann ich nicht. Ah, ich hätte vielleicht nur einen Schritt näher ran müssen. Alles klar, viel Glück, danke. Ach, wie schön adäquat du das gebuddelt hast. Danke, tschüss. Oha. Was haben wir denn hier? 2 Löcher. Da hinten ist irgendein, ganz hinten rechts ist sowas zum Drehen und zum Regeln. Aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar. Das wird nicht so leicht. Wir werden uns dieser Sache im nächsten Video annehmen, denn dieses ist von der Länge her auch schon wieder ganz gut. Wird nach dem Kürzen etwas kürzer sein, deswegen heißt es Kürzen. Und ja, wir werden an exakt dieser Stelle im nächsten Video weitermachen. Dann werden wir hoffentlich hier auch gut durchkommen und uns dann demnächst auch unserer Frau, Freundin, Prinzessin, wie auch immer, nähern können, um diese zu befreien. Der Dr. Funfrock dürfte ja inzwischen auch hier sein, glaube ich. Schauen wir mal. Sehen wir alles im nächsten Video hoffentlich, wenn ich soweit komme. Für dieses Video ist das gewesen. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und so ein Kommentar finde ich auch klasse. Habe ich was zu lesen. Freue ich mich drüber. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.